Hallo und herzlich willkommen zum Mittwoch. Schön, dass du wieder dabei bist. Es ist Sommer nach wie vor und die Sonne scheint, die Vögel zwitschern und wir haben eine Losung. Und ich sag's heute aber gleich vorher, damit wird ein Thema aufgemacht, das ich wirklich nicht einfach finde. Es ist für mich wirklich sozusagen eine Anregung, gemeinsam nachzudenken. Ich bin mal gespannt, was du da denkst und meinst. Die Losung steht im Psalm 138, ich will deinen Namen preisen für deine Güte und Treue, denn du hast dein Wort herrlich gemacht um deines Namens willen. Also Gott preise für seine Güte und Treue, weil er treu zu seinem Wort steht, um seines Namens willen, da dürfen wir uns darauf verlassen, dass sein Wort gilt. Das, ich weiß nicht, ob du das kennst, dass, heutzutage ist das so unüblich, dass du weißt, sozusagen, was ich früher eben auch wie was ich unter Geschäftsleuten Handschlag. Das Wort, was ich, du kriegst das Haus zu diesem Preis oder das Auto kostet so und so viel und du konntest dich drauf verlassen. Und nicht im Nachhinein wird noch was anderes gesagt oder was hinterher oder geschummelt oder sonst was. Sondern wenn es eingeschlagen wurde, dann galt es. Und gilt es heute. Und dass Gott zu seinem Wort steht, dass wir uns darauf verlassen dürfen. Dass das so ist und dass er seinem Volk etwas Gutes getan hat mit seinem Wort. Das uns heute nach wie vor überliefert ist und wir deswegen wissen dürfen, was Gott seinem Volk Israel und uns damit auch Gutes getan hat. Wahnsinn, toll. Und dazu dann der Lehrtext aus 1. Petrus 1. Ihr seid wiedergeboren nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, nämlich aus dem lebendigen Wort Gottes, das da bleibt. Gottes Treue steht zu seinem Wort und diese Zusage ist nicht nur sozusagen, er ist nicht einfach nur treu, sondern sie gilt ewig. Das Wort, das aus der Ewigkeit kommt, Gott, von Gott her, das ist das, was bei mir etwas bewirkt, was auch ewig dauern kann. Was in die Ewigkeit hineinragt. Dass ich mich nämlich auf Gottes Wort verlasse und darauf setze und mein Leben darauf gründe, auf Gottes Wort, auf seine Zusage. Das ist etwas ganz Wunderbares und ich möchte dir das für dein Leben empfehlen, das jeden Tag konkret zu machen und das auch wirklich grundsätzlich zu machen. Aber, jetzt kommt das große Aber. Ich könnte ja so weiterreden in dieser Art und Weise und wirklich das Wort Gottes feiern, was es bewirkt. Aber die große Frage ist doch, was ist denn Wort Gottes? Was ist denn Wort Gottes? Also selbst wenn man dann grundsätzlich sagt, das ist die Bibel, was in der Bibel ist denn Wort Gottes? Ist es alles gleich? Wenn da einfach falsche Aussagen stehen, wir wissenschaftlich wissen, die einfach verkehrt sind, wenn der Hase ein Wiederkäuer ist oder über die gleichen Ereignisse unterschiedlich berichtet wird? Was ist Gottes Wort? Ist es richtig? Ist es wahr? Ist es die Bibel einfach so? Wie ist das? Ich finde die Antwort nicht einfach. Ich will euch eine ehrliche Antwort geben, wie ich das sehe, wie ich das glaube. Und ich bin gespannt, was ihr dann dazu denkt und sagt und wie ihr das erlebt in eurem Leben. Ich beginne mit unserem Kirchenvater Luther. Ganz einfach, weil er zu diesem Thema, finde ich, wunderbare Dinge gesagt und getan hat. Denn Luther hat ja mit dieser Frage, wie werde ich gerecht vor Gott, hat er die Bibel durchgeforstet und er ist eben dann darauf gekommen, dass in der Bibel eben durchaus unterschiedliche Aussagen dazu sind, zu diesem Thema. Dass er einen ganz großen Strang eben wirklich gefunden hat und als Grundaussage, es geht nicht um Werke. Aber es gibt Stellen, die sind da vorsichtig gesagt nicht so eindeutig, beziehungsweise die lassen auch einen anderen Schluss nahe. Deswegen hat Luther gesagt, dass er am liebsten einige Bücher aus der Bibel rauswerfen würde. Weil die passen nicht zu dieser Aussage. Es ist sozusagen nicht einzig und allein eine Aussagerichtung. Eine große und eine breite, ja. Und das andere ist vielleicht so klein. Aber es gibt auch eine andere Aussagerichtung. Nämlich schaffet, dass ihr selig werdet. Oder sowas. Ja, da ist Luther spricht von strohener Epistel, ein Brief, der sozusagen im Feuer vergeht, was nichts hält, was nichts trägt. Es scheint nicht alles gleich zu sein, auch in der Bibel nicht. Und wir wissen das doch auch,
Wir wissen das doch auch aus Erfahrung. Das eine Mal liest du einen Text und der berührt dich zutiefst und das andere Mal liest du einen Text und er lässt dich vollkommen kalt. Deine Lebenssituation, die Umstände, vielleicht sogar die Außentemperatur spielen eine Rolle, ob dich etwas erreicht oder nicht. Komisch, oder? Eigentlich, wenn es doch so genial Gottes Wort wäre, müsste es doch immer irgendwie das Gleiche bewirken und machen. Dass wir die Erfahrung machen, mal ist es wirklich eine Zusage, die uns erreicht, dass wir, was ich geliebte Kinder Gottes sind, und mal ist es auch eher sozusagen Gottes Anspruch. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten, du sollst nicht lügen, dass uns das trifft und uns deutlich macht, was verkehrt läuft in unserem Leben und wir wirklich umkehren müssen, was verändern müssen. Es ist doch sehr unterschiedlich. Es ist nicht immer alles gleich. Und ich gehe noch einen Schritt weiter. Die Erfahrung von ganz vielen Menschen, was sie mir erzählen, nicht nur von mir selber, sondern von ganz vielen Menschen, ist doch auch ehrlich, dass das Wort anderer Menschen für mich zu Gottes Wort wird. Dass wenn ich im Hauskreis zusammensitze und wir uns unterhalten über eine Bibelstelle, so wie meine Nachbarin, mein Nachbar das formuliert hat, da habe ich es begriffen. Da konnte ich es endlich annehmen. Da ist es mir nahe gekommen. Wenn im Gottesdienst mir jemand die Hand auflegt und sozusagen ein menschliches Wort spricht, was nicht einem biblischen Wort entspricht, dann bin ich zutiefst berührt und gesegnet. Das ist doch unsere Erfahrung. Luther hat gesagt, Wort Gottes ist das, was Christum in mir treibet. Das heißt, was den Glauben an Christus bei mir groß macht. Egal, wo dieses Wort herkommt. Was den Glauben an Jesus bei mir groß macht in meinem Leben, das ist Wort Gottes, denn das will die Bibel. Das ist die Grundaussage, warum wir die Bibel haben, warum wir sie lesen. Weil der Glaube an Jesus Christus gestärkt werden soll. Und damit bin ich dann wieder bei der anderen Seite. Dass ich auf der einen Seite diese Weite habe und sehe sozusagen das, was wirklich Christum treibt. Und wo ist denn als erstes von Jesus wirklich die Rede? Wo finde ich denn Informationen über diesen Jesus? Wo wird denn etwas gesagt? Wo finde ich denn seine Worte? Zuerst einmal doch in der Bibel. Auch wenn nicht alles gleich ist und alles richtig ist. Wir haben doch die Bibel, weil darin wirklich von Jesus die Rede ist. Nirgendwo sonst ist so gut die Rede davon wie in der Bibel. Da hast du das Zeugnis selbst. Du kannst ja auch andere Bücher über die Bibel und über Jesus lesen und was weiß ich, Filme gucken, ist alles gut und schön. Aber irgendwann muss man ja mal an die Quellen, ans Original ran und das ist die Bibel. Und da wird von Christus geredet. Und das kann am ehesten eben den Glauben an ihn auch wecken, auch treiben, auch unterhalten, auch fördern. Deswegen ist es am Ende so, dass es eben wertvoll ist, dass wir die Bibel haben und gemeinsam lesen. Weil deswegen ist ja sozusagen die Bibel so festgelegt worden auf diese Bücher, die darin sind. Weil es einen Punkt gab, damals im 4. Jahrhundert, wo Menschen gesagt haben, wir sozusagen in ganz tiefer Glaubensgewissheit gesagt haben, wir haben die Erfahrung gemacht, dass diese Bücher es sind, die eben diesen Glauben bei uns wecken und stärken. Deswegen ist die Bibel in diesem Umfang so zusammen. Auch darüber kann man lange streiten, ob die Offenbarung des Johannes wirklich so sinnvoll ist, dass sie in der Bibel ist. Aber das ist der Ursprung. Weil Menschen das so erfahren haben, weil sie das geglaubt haben, weil sie gesagt haben, wir haben einfach die Erfahrung gemacht, diese Bücher, die stärken unseren Glauben, die wecken unseren Glauben an Jesus Christus. Und das ist das, was Wort Gottes will. Das ist etwas anderes, was viele Leute heute sagen. Sie finden woanders auch tolle Sätze, tolle Gedichte. Stimme ich sofort zu. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass das auch Glauben stärkt und bewirkt. Manchmal nicht unbedingt an Jesus, um das vorsichtig zu formulieren. Und ich kann mir auch vorstellen, also ich benutze solche Texte ja auch immer. Aber das funktioniert nur, wenn ich die grundlegende Aussage habe. Und das Wort Gottes so nehme, wie es da ist, nämlich als das Wort, das ich in der Bibel finde. Und ein letzter Aspekt, der mir noch wichtig ist, das habe ich vor allen Dingen
dann, wenn ich eben Gottesdienste vorbereite und predigen darf, nicht muss, darf, dann treibt mich immer an, also, ja, also, dann frage ich mich oft sozusagen, was dieses Wort irgendwie, kann ich da mitgehen oder sowas? Und es gibt Momente und Texte, wo ich echt, boah, wo ich einfach nicht kann. Und es gibt sogar Momente, ganz wenige, bisher in meinem sozusagen Berufsleben, wo ich dann auch mal gesagt habe, ich kann mit dem Text nicht mitgehen, weil ich grundsätzlich der Auffassung bin und das versuche, mich unter den Text zu stellen, unter Gottes Wort, nicht darüber. Und erst einmal zu hören und das zu akzeptieren, dass Gott durch dieses Wort aus dieser Bibel mit mir reden will und in mir etwas, eben diesen Glauben groß machen will, der unvergänglich ist. Dass das Wort der Bibel Gott wirklich Gottes Wort ist. Dass Gott dadurch zu mir reden will und dass ich mir erstmal Mühe geben soll, mich da hineinzufinden, mich wirklich demütig irgendwie sozusagen es auch zu kauen, wie man sagt, sozusagen immer wieder zu bedenken und nicht gleich zu sagen, ja, kann ich nichts mit anfangen, ja, das passt mir auch nicht und suche mir was anderes. Aber noch einmal, das Unvergängliche daran ist, dass der Glaube an Jesus Christus, den Auferstandenen, dass der groß wird. Und ich hoffe, dass du das schon so erfahren durftest in deinem Leben oder dass du sonst die Erfahrung machst, lies die Bibel. Ich bin fest davon überzeugt, das tut dir gut und das wird diesen Glauben in dir groß machen. Du wirst auf Christus stoßen. Vielleicht brauchst du auch ein Gespräch mit jemandem, der dir hilft, das zu verstehen alles. Aber mach dich auf und mach die Erfahrung, auch mit diesem Mitwort vielleicht immer wieder, dass darin vielleicht Gott zu dir kommt. Denn Gott möchte das. Gott möchte mit seinem Wort doch Glauben wecken. Glauben in uns, dass da ein liebevoller Gott ist, der alles für uns getan hat und uns befreit hat, sodass wir wirklich, dass wir sozusagen im Sommer leben dürfen immer, mit Sonnenschein, mit seiner Güte und Barmherzigkeit in unserem Leben. Ich wünsche dir gute Erfahrung mit Gottes Wort. Lies diese Woche darin. Amen.